Jetzt schauen wir es doch mal an. Frag ein Streamer mit Papa Platte, Leute. Das kann auf jeden Fall nur unangenehm werden. Ich würde sagen, eins in den Chat, wenn ihr das ganz kurz sehen wollt. Ich bin ehrlich, ich wollte es mir eben selber angeguckt haben, dachte mir so, nee, Leute. Nee, das müssen wir zusammen im Stream gucken. Also machen wir das. Und der Hintergrund bleibt heute aus. Ich glaube, vielleicht mache ich ihn später an. Wir schauen gleich mal. Okay, das sind eine Menge Zweien im Chat. Ich sehe das hier gerade. Ich kann verstehen, dass ihr Papa Platte alle hasst, aber wir machen das jetzt trotzdem. Das ist mein Stream. Ich heiße Kevin, bin 23 Jahre alt und... Kevin sieht aus wie 46, Alter. Was passiert? Ich komme aus Berlin. Unter dem Namen Papa Platte streame ich täglich für mehr als 500.000 Menschen auf der Livestream-Plattform Twitch. Ich streame jeden Tag für mehr als 500.000 Menschen auf der Livestream-Plattform Twitch. Bro, Kevin, du hast Peak-Zuschauer von 12.000, Alter. Das ist sehr, sehr viel. Aber du streamst nicht für 500.000 Menschen, weil keiner in Deutschland streamt für 500.000 Menschen, Kevin. Ich streame auch nicht für 1,12 Millionen Menschen, Bro. Ja, es geht um die Follower, ich weiß, aber... Ja. Hallo, Kevin. Helga 53 möchte... Kevin sieht immer so benommen aus, Alter. Möchte von dir wissen, was ist ein Streamer? Also ich erkläre das immer meinen Großeltern quasi. 53 an der Stelle das Geburtsjahr. So, dass ich wie so eine Art Musiker bin, der... Ja, Musiker. ...auf dem Alex sitzt und halt Musik spielt. Nur, dass ich nicht Musik spiele, sondern halt Videospiele spiele oder einfach nur rede und das Ganze halt online ist. Und wenn die Leute halt Bock haben da drauf, dann können sie auch irgendwie 2 Euro da lassen. Ah und ja. Dann verdiene ich quasi mein Geld. Dann können sie auch 2 Euro da lassen. Ah ja. Harry Potter mit Down-Syndrom. Hört auf, Chat. Jack Crack möchte von dir wissen, wolltest du schon immer Streamer werden? Jack Crack. Also ich wollte auf jeden Fall schon sehr, sehr lange, seit ich glaube ich 13 bin oder so, Stuff im Internet machen. Also ich habe angefangen mit 2 Freunden damals einen YouTube-Kanal aufzumachen, der Schnitzel-TV hieß. Und da haben wir einfach so bescheuerte Challenges gemacht, wie wer kann mehr Zitronensaftkonzentrat trinken oder so. Und daraus hat sich das dann alles entwickelt. Ich habe dann alleine weitergemacht. Dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, Livestreaming ist irgendwie cool. Und die Leute spielen einfach nur Videospiele und ich spiele auch Videospiele und dann kann ich auch das machen. Dann habe ich angefangen und dann halt immer versucht, mich zu verbessern und so weiter und dann bin ich da so reingerutscht. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass es mein Traumberuf ist, ja. Ich schwöre, fühle ich auch Kevin. Kevin ist da richtig dick drin, Digga. Kevin ist jemand, der seit, ähnlich so wie Basti, seit Jahren konstant auf dieser Plattform hier grindet und den anderen Hustle nebenbei nur so macht und YouTube und sowas und dadurch jetzt endlich seinen verdienten Hype also bekommt. Kevin wirklich ein übertrieben korrekter und netter Typ. Man kann nichts Schlechtes auf den kommen lassen. So, ich kenne Kevin jetzt schon seit ESL 1 vor 4 Jahren, glaube ich, oder sowas. Maximal cooler Typ. Muss ich ehrlich sagen. Wirklich, wirklich nicer Guy. Und dein Kumpel, dass er ausgestiegen ist? Ich glaube nicht, nee. Ich glaube, die wäre nicht so für die Öffentlichkeit gemacht. Blaster Master interessiert, was wolltest du als Kind? Jetzt kommt was richtig Dummes, so ein richtiger Kevin-Beruf. Irgendwie sowas wie, Kevin wollte bestimmt so Braunkohle-Baggerfahrer oder so Minenschachtarbeiter, irgendwie sowas, Alter. Irgendwann wo Hände. Feuerwehrmann, komm, sag schon. Oh, gute Frage. Ich glaube, also ich weiß auf jeden Fall, dass ich sehr, sehr lange... Ich glaube, er wollte Java schon als Kind mit seiner Mutter eine Jause machen oder mit seiner Schwester, ganz klar. Elektrotechnik studieren wollte. Als Kind, als Dreijähriger sagt Kevin, Papa, ich will Elektrotechnik studieren. Ah, yeah! Und die Elektrofirma quasi von meinen Eltern übernehmen wollte. Was dann aber sich nicht ergeben hat, weil ja das Livestreaming dazwischen kam. Dieter fragt sich, was muss man können? Zauberlehrling. Gar nichts. Real Talk, man muss einfach nichts können. Man muss nicht mal richtig reden können. Digga, ich habe den größten Sprachfehler in ganz Deutschland und sitze hier und unterhalte täglich über 1,12 Millionen Menschen. Ey, ey, ey. Na, also man muss auf jeden Fall viel reden können und man muss irgendwie zu jeder Sache sehr viel sagen können. Und auch mal, wenn mal nichts zu sagen ist, irgendwas zu sagen haben. So dumm, wie es jetzt vielleicht sich anhört, aber... Kevin, man muss einfach nur Scheiße labern. Sag so, wie es ist. Ich meine, ich bin jeden Tag so 7 bis 8 Stunden online und man muss halt 7 bis 8 Stunden durchgängig reden. Ja, außer man ist Monte, man guckt sich einfach nur Videos an, sagt zwischendurch, lecker, lecker. Das muss sich halt für die Leute sehr entertained anfühlen, also das ist das, was man braucht, ansonsten nicht viel. Hugo Beiner möchte von dir wissen, ist das Arbeiten? Nein. Also ich finde persönlich schon, ja, safe, aber ja, es doch. Ist halt die beste Arbeit, die ich mir vorstellen könnte, obvious, weil es halt mein Traumjob ist, aber man unterschätzt es auch oft. Also jetzt vom Körperlichen her ist es nicht Arbeit, würde ich sagen. Ja, man sieht das ja an, Kevin, es wird nochmal Zeit für Sport, no front an der Stelle. Aber von der Psyche her auf jeden Fall. Jules interessiert, was ist das Konzept deiner Videos? Alles von den Amerikanern zu klauen. Ja, das ist gar nicht mal so wrong. Nein, meine Videos bestehen aus hauptsächlich so Entertainment-Sachen quasi. Also ich, zum Beispiel habe ich ein Format, wo ich von Zuschauern Pakete aufmache, wo sehr viele verschiedene Sachen drin sind. Dann habe ich noch ein anderes Format, da können Leute quasi mir YouTube-Videos schicken und die werden dann automatisch abgespielt. Aber dass du dafür Geld also das ist ein Sell-Out-Stream, dass du dafür noch Geld nimmst, dass die Leute die YouTube-Videos schicken, das hast du jetzt hier an der Stelle nicht erwähnt, Kevin. Das sind dann die besagten 1-2 Euro, die man da nah ablassen kann, oder? Damit du erfolgreich wirst, genau. Im Grunde und da kommt halt auch jede Menge Kram dazu, der extrem bescheuert ist. Und Titel 11.000 Euro in 5 Stunden. In meinen Livestreams, da spiele ich auch sehr viele Videospiele.
keine Ahnung, alles Mögliche, von Minecraft bis Counter-Strike, alles, worauf ich Bock habe im Grunde. Das sage ich auch immer, wenn mich Leute fragen, was spielst du denn so? Ich sage immer Minecraft, also ich sage immer so, ja, momentan viel GTA, Counter-Strike, Call of Duty, ganz, ganz selten mal Minecraft, so, das ist mir zu cringe, das Game. Luck, ich war für 20 Jahre, war ich Minecraft-Kanal, Digga, in meinem Kopf, ich träume von Minecraft. Warum schauen so viele Menschen deine Videos? Keine Ahnung. Ich glaube, dass ich halt einen sehr stumpfen und einfachen Humor habe. Du hast einen einfachen, stumpfen Kopf, Bro. Den sehr viele Leute feiern und ich glaube, dass es keinen zweiten von mir auf der Plattform gibt. Einen Typ, der aussieht wie Harry Potter, das stimmt, da hast du vollkommen recht. Wie gesagt, hört sich auch sehr arrogant an, aber... Es hört sich sehr arrogant an, aber er hat recht tatsächlich. Ich glaube, das ist das Erfolgsrezept quasi. Hast du ein besonderes Talent? Nee. Actually nicht, tanzen. Nein. Ich habe 10 Jahre professionell getanzt, lateinamerikanisch. Das würde ich so gerne mal sehen, Alter. Ich würde so gerne sehen, dass Kevin mal so ein paar Moves zeigt, Digga. Das wäre so nice. Hackgesicht fragt sich, wie verdient man damit Geld? Auf Twitch haben wir quasi so eine Art Subscription-System. Und im Grunde muss man sich das so vorstellen, es hört sich jetzt ein bisschen strange an, wenn man nicht so in der Welt drin steckt, aber man kann im Grunde für 5 Euro abonnieren und den Livestreamer, in dem Fall mich, unterstützen. Und im Grunde kriegt man dafür gar nichts. Und die Leute können zusätzlich dazu noch so eine Art Trinkgeld hinterlassen, wo sie mir eine Nachricht schreiben wie, hey, wie war dein Tag heute? Oder dann irgendwas aus ihrem Leben hat. Hey, wie war dein Tag heute? Digga, die meisten Donos, die du reinbekommst, sind einfach genau wie bei jedem Streamer verfickte Beleidigungen oder irgendwelche dämlichen Lead-Speech-Meme-Geschichten, Alter, Bro. Die meisten Donos sind obviously mostly Bullshit oder Rumgeflexe. Aber wir nehmen sie trotzdem, weil wir sind drauf angewiesen. Erzählen, was dann auch wieder gut für mich ist, weil ich dann irgendwas zu sagen habe und wir dann auf irgendwelche neuen Themen kommen und so weiter. Das heißt, die Zuschauer gestalten quasi den Livestream mit und ich verdiene gleichzeitig dadurch mein Geld. Wie viele zahlende Abonnenten hast du? Gerade habe ich 12.500, glaube ich. Einfach mal so zusammengeschlagen. Das ist hier seine Subscription. Achso, das hier ist deine Subscription hier. Das hier sind so Videos und Placements. Und das hier ist nochmal vielleicht Donus. Dann teilen wir das Ganze durch 50% und dann kommt da 1.000 Euro raus, weil man teilt ja durch 50. Ich habe Mathematik studiert, ich halte mein Maul. Zotentab fragt sich, ist das dein Hauptberuf? Ja, 100%. Man teilt ja durch 50, ich bin ja so dumm, Alter. Krausche 36. Ja, die können euch auf jeden Fall ausrechnen, dass Kevin roundabout viel Geld verdient. Wir wissen, verstehen deine... Durch 2, nein, man teilt durch 50. Eltern, was du machst. Meine Mutter versteht es 100%ig, die hilft mir auch sehr viel, die steckt auch sehr tief im Thema drin. Sweet Home Alabama. Die macht unter anderem zum Beispiel meine Finanzen. Der Übernachtungsbums. Sehr, sehr genau. Und hilft mir auch viel bei E-Mails und so weiter. Kevin, steckst du auch tief in deiner Mutter drin? Und mein Vater versteht so ein bisschen, aber er hätte sich ein bisschen gewünscht, dass ich einfach studiert hätte. Aber er versteht es und er findet es auch cool auf eine Art, aber ja, er ist nicht so 100%ig drin. Finn 2 möchte von dir wissen, wie viel verdienst du? Also die genauen Zahlen werde ich jetzt wahrscheinlich nicht so sagen. Aber man kann sich das ungefähr ausrechnen. 5 Euro im Monat mal 12.000. Nein, es ist ja nicht 5 Euro. Du kriegst ja nicht 5 Euro. Twitch kriegt ja davon was ab. Du hast einen 75% Vertrag. Da habe ich eben mal so 30 Potenzial angesetzt. Also sagen wir mal 12.000, 60.000. Geht natürlich nicht alles an mich. Da geht halt auch noch ein großer Teil an die Plattform. Aber ich verdiene auf jeden Fall in einem sehr guten fünfstelligen Bereich. Ich denke auch, dass Kevin so im Monat wird er so roundabout, macht er auch momentan seine 40.000 so, nach Steuern seine 30.000, 30.000, 28.000 so. Das ist schon stabil, Alter. Hat er sich aber auch wirklich auch verdient, damit der Junge sich endlich mal vernünftige Klamotten kaufen kann. Teilweise auch sechsstellig sogar. Oh, teilweise auch sechsstellig. Ganz weirder Winkelschleifer. Seltsamer Winkelschleifer an der Stelle, Kevin. Topboy Gallus möchte von dir wissen, findest du deine Bezahlung fair im Vergleich zu Berufen wie Arzt, Lehrerin oder Ingenieur? Nö. Also fair ist es auf jeden Fall nicht. Ich sag auch sehr oft so zu Homies oder so, wie bescheuert ich das finde, wie viel Geld ich verdiene. Weil es ist auch irgendwie... Leute, ich bin so dumm, wie viel Geld ich verdiene. Irgendwie bescheuert. Ich mache halt Videos und ich livestreame mein Leben, während andere Leute Leben retten, so. Und ich kriege dafür irgendwie so... Unmengen von Geld. Euro, ja, ja, ist so, ist so. Die kriegen... Fühle ich genauso. So, gucken, dass sie über die Runden kommen, während sie einfach einen viel wichtigeren Job machen. Ja, ist so. Gibt leider so viele Berufe, die in Deutschland wirklich krank unterbezahlt sind. Pflegeberufe, Berufe im öffentlichen Dienst, im Generellen, Krankenschwester, Kindergärtner, also Erzieherinnen, Lehrer. Also so viele Berufe, die so viel wichtiger wären als den Scheiß, den wir hier machen, Mann. Ich fühle mich jeden Morgen verfickt schlecht. Ich stehe auf und denke mir... Wohin damit? Also ich denke, nein. Paul Klinge möchte von dir wissen, wie fühlt es sich an, sein Leben von einem Lüfter finanzieren zu lassen? Mein Domo. Livestream in der Community will mir mal erzählen, dass der Lüfter-Hintergrund, das ist so ein Insider, Domo heißt er, dass der für meinen Erfolg zuständig ist, aber das ist eine Lüge. Kevin, ich glaube an der Stelle, deine Zuschauerzahlen gehen jetzt drastisch nach unten, ab dafür. Hast du den mal ausgewechselt, den Lüfter? Ja, ich hab quasi mir einen zweiten Lüfter geholt, der jetzt wirklich fürs Lüften da ist, weil Domo nicht gut lüftet. Bambu Zelt möchte von dir wissen, wie bist du auf deinen Namen gekommen?
Also im Grunde habe ich halt früher WoW gespielt und da gab es so einen Typen, der war so richtig alt, 50 oder so, und der hieß Papa Leone. Und deswegen irgendwie das Papa, keine Ahnung. Und ich habe einen neuen Charakter erstellt und ich habe halt einen... Irgend so ein Typ, was für ein Typ, Kevin? Wie hast du den kennengelernt? Wie war deine Beziehung zu dem? Hatte dir in-game... Krieger gemacht und der trägt Plattenrüstung in World of Warcraft. Ja, die Story ist nicht so spannend, aber das ist die Story. Nee, gut. Ja. Schlumpfmanöver möchte von dir wissen, kennen dich Menschen auf der Straße? Ja, eigentlich schon. Also ich glaube, dass jedes Mal, wenn ich eigentlich rausgehe in Berlin, also gerade halt in Berlin, werde ich eigentlich erkannt. Auch mehrmals manchmal. Kevin ist so berühmt und reich, Alter. Wirklich, das ist so krass. Ganz ehrlich, Mann. Kevin ist so reich und berühmt. Mann, ich jogge da nur rum. Ich gönn's ihm wirklich, Mann. Jetzt erstmal viermal Werbung auf einen Nacken. Also es ist immer ganz, ganz witzig, wenn man vor allen Dingen dann nicht in Berlin angesprochen wird. Zum Beispiel auch nicht in Deutschland. Also ich war zum Beispiel mal in Amsterdam unterwegs, einfach mal für so ein Wochenende. Einfach mal für so ein Wochenende ganz weg zugeschallert und plötzlich kommt da jemand entgegen und sagt, Kevin, können wir ein Foto haben? Dann selbst da haben mich Leute angesprochen oder in Amerika teilweise auch und so weiter. Und das ist dann schon so ein bisschen strange, wenn man sich so denkt, fühl ich. Wow, Alter, was... Südkorea war ich auf der Dings, waren wir Olympia, da sind wir nach Fotos gefragt worden, wo ich mir dachte, ja gut. So, da wird einem erstmal so richtig bewusst, was man für eine Reichweite überhaupt hat und ziemlich verrückt. Oder auch so bei so Messen wie Gamescom oder so weiter. Da, wenn dann so eine Traube an Menschen da steht und irgendwie, du machst dann so mit den Fotos und es werden immer mehr und du checkst es einfach nicht. Du denkst so, wo kommt ihr alle her? Kurzer Insider an der Stelle, würde Trimax sagen, ist es ein Apfel an Menschen oder eine Traube von Menschen? Kevin, wenn du dieses Video siehst, du weißt, wovon ich rede. Weil, also mir geht es jedenfalls so, dass ich so diese Zahlen, diese 500.000 Follower, die kann ich irgendwie nicht greifen. Also ich habe das nicht auf dem Schirm, dass das wirklich so viele sind. Wichtig ist immer, sich reflektiert vor Augen zu halten. Wenn ich mir jetzt vorstelle, mit meinem YouTube-Kanal, 3 Millionen Menschen, 3 Millionen Menschen, wie viele Leute wohnen in Berlin? Ich glaube, 3,6 Millionen. Berlin Einwohner, 3,8 mittlerweile, okay. Long way to go. Wie viel hat Hamburg? Hamburg hat 2,4, glaube ich, ne? Einwohner, 1,8 nur. Wie viel hat München? Hat München 2,4? München Einwohner. München hat 1,4, krass, okay, nice. Also, okay, gut zu wissen. München mit STH, ganz wichtig. Wenn ich mir überlege, 3,1 Millionen Menschen, Leute, würden vor mir stehen. Das ist insane, das ist zu wild, das ist zu krass. Und es kommen ja jeden Monat immer mehr Leute dazu, ja. Ich habe früher, als ich gesagt habe, damn, ich habe 40.000 Abonnenten, das war vor 2 Monaten, das war ungefähr vor so, boah, ich glaube 7 Jahren oder sowas, vor 6 Jahren, habe ich mir überlegt, die würden alle ins Rhein-Energie-Stadion von meinem damaligen Favorite-Verein SFC Köln passen. Dachte mir so, oh mein Gott, das sind alles meine Zuschauer, stell dir das mal vor. Das sind kranke Zahlen, Mann. Man muss sich das immer in der Relation vor Augen halten. Das ist zu krank. Auf der anderen Seite denke ich mir so, wieso habe ich eigentlich nur so wenig Abonnenten? In meinem Dorf wohnen mehr Leute, als ich reingesappt habe. Da stimmt was nicht. Zyklon K möchte von dir wissen. Zyklon K, Alter. Du Fanpost. Ja, ich habe ein Format, wo ich quasi Fanpost aufmache. Und da haben wir wirklich sehr, sehr komische Sachen teilweise. Ich würde jetzt gerne hier Galileo haben, die ganz kurz mal diese 3,1 Millionen Menschen auf Fußballfelder umrechnen. Das wäre mir sehr wichtig. Also dabei, also ich habe auch schon Elefantenscheiße geschickt bekommen. Da gibt es eine richtig, richtig weirde Story auch zu. Wir müssen das jetzt gerade nämlich schließen, weil teilweise Zuschauer auch so... Was ist denn mit ihm hier los? Was ist denn mit ihm passiert? Guck mal, Digga, der ist aber Hindu, der ist aber Hinduist, oder? Müll geschickt haben, der aber einfach ausläuft. Also da ist einfach so ein Pappkarton angekommen, der so an der Seite ausläuft und so ganz eklig. Und das Krasseste ist einfach, es gehen Leute, die hingehen und in unserem Namen, in unserer Adresse, mit meinem Namen an andere Firmen Müll schicken, der ausläuft und so weiter. Ganz verrückt. Also das ist auf der einen Seite natürlich echt cool, weil echt viele Leute echt coolen Shit einsenden. Aber dann gibt es wieder diese, keine Ahnung, 1% Menschen, die dann natürlich am lautesten sind, die dann irgendeine Kacke bauen. Cindy Tellerwäscher fragt sich, schreiben nicht viele Frauen an? Nee, ich hab, ich weiß nicht, ich glaube... Ja, schieb's nicht auf deine Freundin, Kevin. Sei ehrlich, warum schreiben dich keine Frauen an? Also auf Instagram sind es, glaube ich, 93% oder so männliche Zuschauer. Das Ding ist halt dadurch, dass Twitch eine Livestreaming-Plattform ist für Gaming hauptsächlich, sammeln sich da halt hauptsächlich Männer an. Was ich jetzt aber auch nicht schlimm finde, weil ich habe eh eine Freundin, also ist es entspannt. Kevin, wenn du mal, ne? Wenn du mal woanders, wenn du mal, meld dich, Alter. Meld dich, ja? Geh mal schön hier in Köln, geh mal feiern. Sie ist hier dir nicht mitbekommen. Wir wollten ja in den Urlaub, Kevin, ne? Du erinnerst dich. Kommst du auch Hate? Tatsächlich eher wenig, aber ich. Ich verstehe auch nicht, Leute. Ich verstehe auch nicht, wie ich nicht gehasst werden kann. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe. Viele Leute hassen mich in anderen Streams. Ja, gut, verstehe ich. Nö, ich werde immer nur bei anderen Leuten gehasst, aber das ist mir egal, ist ja dann deren Flame. Interessiere mich immer irgendwie voll dafür, weil ich würde ganz gerne wissen, was Leute über mich denken, die mich nicht mögen. Ich kann mir aber vorstellen, dass wenn man mich das erste Mal sieht, dass man denkt, was ist das für ein Spaß. Ja, same bei mir. Aber dann mit der Zeit langsam merkt, dass ich eigentlich doch ganz korrekt bin. Pew Pew Summer Joke möchte von dir wissen, nervt es dich manchmal, bekannt zu sein? Tatsächlich nicht, nee. Also ich höre immer von so Kollegen, die aber, muss man zugeben, noch ein bisschen größer sind,
dass es die nervt, aber ich habe da noch nicht so viele, also ich hatte ja ein paar negative Erfahrungen schon genannt, aber so richtig krass viele sind es echt nicht. Also ich wenn man wirklich sehr viel Glück. Wenn man jetzt mal so Real Talk ist, wenn man das mal so perspektivisch so zurückblickend, so was wir mit YouTube House, UFO und allem drum und dran mitgemacht haben, ist das kranker Kopfweg gewesen, habe ich ja schon mal drüber gesprochen. So, mittlerweile geht's, ich gehe in die Stadt, werde angesprochen, das ist cool, das passt soweit. Keiner hängt von meiner Haustür herum, alles in Ordnung so. Aber so dieser ständige Belästigungsfilm, wie er teilweise bei Monton sowas ist, fühle ich sehr, dass das ziemlich, ziemlich zermürbend und beschissen sein kann. Und ich glaube, Kevin steht jetzt gerade noch tatsächlich am Anfang seiner Karriere. Der ist gerade schon mehr der Erfolg hat, aber Kevin hat noch viel mehr Potenzial und Kevin wird noch größer werden. Und wenn man das mal so, keine Ahnung, 4 Jahre auf dem Level macht, so wie das jetzt vielleicht bei Monte ist oder bei Simon oder auch bei mir oder bei Felix und so, dann kann das schon manchmal echt ankotzen. Muss ich ehrlich sein, Leute. Muss ich ganz ehrlich sein. Ich hatte zum Beispiel mal meine Adresse geleakt und meine Telefonnummer. Stark. Und ich habe wirklich nur, also es hat einer eine Pizza dahin bestellt, an dem Tag noch. Und ja, bei der Telefonnummer haben irgendwie so 3 Leute angerufen. Kevin, das spricht nicht für dich. Und da haben aber währenddessen live gerade irgendwie so, ein paar tausend Menschen zugeguckt. Also, ich habe bis heute meine Telefonnummer nicht geändert. Skillmonkey, danke für die Subs. Also, ich habe da, glaube ich, echt Glück. Ich glaube, dass ein bisschen auf Twitch so ein bisschen... In ein paar Wochen frag einen Spaß, wie ist es dein Spaß zu sein mit Erdrewinzeit? Da herrscht ein anderer Vibe, so. Da ist nicht so eine Missgunst wie jetzt zum Beispiel auf YouTube. Weil auf YouTube bist du so, du guckst jemanden für 10 Minuten und dann gibt es so die Trends oder so auf YouTube. Ja. Und da kommen auch echt viele Leute, die dich gar nicht kennen oder nur ganz wenig. Ich hasse es, in die Trends zu kommen, Mann. Ich hasse es, immer in die Trends zu kommen, Leute. Wenn ich in die Trends komme, dann sind die Kommentare wirklich voller Schmutz. Dann sind diese Kommentare von den Leuten, die diese App auf ihrem Handy haben und die haben selber noch keinen Algorithmus angelegt, weil die sich jeden Random-Scheiß angucken. Die gucken sich Dick-Tutorials an, die gucken sich irgendwelchen edgy Müll-Content an, Leo Mascher-Videos und dann wissen die nicht weiter und schauen in die Trends. Und wenn du dann da drin bist, dann hast du verloren. Die Trends sind richtiger Abschaum, Digga. Das ist wirklich. Das ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Das ist das Schlimmste. Es boostet nicht mal deinen Kanal, es macht einfach nur schlimme Kommentare. Wenig kennen auf deinen Channel. Und bei meinem Livestream, da habe ich wirklich halt Leute, die einfach jeden Tag 4 Stunden oder so gucken und immer am Start sind. Und das ist, ich will jetzt nicht sagen, wie eine Freundschaft, aber schon so in diese Richtung quasi. Es ist so eine andere Bindung. Ich komme gleich mit zum Anwalt. Ich glaube, deswegen habe ich auch nicht so viele negative Erfahrungen bis jetzt gemacht. Also ich denke, dass es mich nicht stört, bekannt zu sein. Und es gibt auch selten die Momente, wo ich mir denke, hey, das ist ziemlich kacke. Zu Wild möchte von dir wissen, was willst du machen, wenn du zu alt für Streaming bist? Ist man ja nicht. Also ich denke da oft drüber nach, aber ich kann da nicht so richtig eine Antwort geben. Das ich habe damals schon gesagt, mit 30 höre ich auf. Ja, ich habe mein ganzes Geld ausgegeben, ich muss bis 35 mindestens machen. Schwer. Ich bin einfach der Meinung, dass ich jemand bin, der so, selbst wenn es morgen schief gehen würde, da easy was finden würde. Glaubst du, deine Zuschauer wären mit dir alt? Also ich... Das merke ich gerade richtig krass, Leute. Das merke ich gerade richtig krass, dass mein Content mittlerweile... Ich habe Zielgruppe mittlerweile 70% oder sowas oder 60%, 18 bis 22. Und das sind auch die aktiven Leute, die schauen. Und das merke ich auch in meinem Content. Die Leute wollen kein Minecraft mehr bei mir sehen. Die Leute wollen meine Persönlichkeit reden hören, was ich nicht verstehe, weil ich kann nicht richtig reden. Die wollen von mir Challenges, die wollen von mir irgendein Outgoing-Shit machen, wo ich rausgehe, vlogge und so weiter und so fort. Bin 15, dann dürft ihr jetzt nicht mehr zugucken. Hört auf. Das ist ziemlich cool. Ich habe da letztens tatsächlich drüber gesprochen in meinem Livestream. Und zwar habe ich teilweise Zuschauer, die sind schon so seit 5, 6 Jahren oder so. Ja, dabei. Same bei mir. Und die sind halt älter. So gesagt, yo, als ich halt angefangen habe, dich zu gucken, also da war ich halt dann so 17, da waren die so 12 oder so. Ja, und richtig. Jetzt sind die einfach 18. Ja, genau. Und haben so einen richtigen Job und so. Und das ist so ganz komisch. Also, ich weiß nicht, die sagen dann immer so, dass es sich für die so anfühlt wie so eine Kinderserie oder so. Oder so eine Serie im Fernsehen, die so. Wie hier alle schreiben, ich bin 10, ich bin 3, ich bin 4. Was schreibt ihr hier in den Chat, Leute? Ihr seid keine 1. Hört auf damit. Deren Leben mitbegleitet hat. So wie für mich vielleicht so Pokémon oder so. Oder Yu-Gi-Oh! Ist super strange. Also das Durchschnittsalter ist gerade bei mir im Chat zumindest 16, 17, so wie ich sehe. Es war damals nicht so, das war bei mir damals das Durchschnittsalter, war das Durchschnittsalter 7, Alter. Also glaube ich schon, ja. Cunning möchte wissen, warum hast du Angst vor Kleinwüchsigen? Was? Was? Ey, so ein bescheuerter Insider. Ich weiß gar nicht, wie das überhaupt passiert. Also meine Community will mir einreden, ich hätte Angst vor Kleinwüchsigen. Es ist nicht so. Also falls ihr kleinwüchsig seid, keine Sorge, ich habe keine Angst vor euch. Doch, hast du, Kevin, sei ehrlich. Weiß nicht, so in der Community gibt es halt mehrere hunderte Insider, die wir haben. Was das Ganze aber auch so nice und irgendwie so, also dadurch ist die Verbindung zum Zuschauer sehr nah irgendwie, was sehr cool ist. IT nach Hause onanieren. Von dir wissen, hast du schon mal Klicks gekauft? Nee, stabiler Name auf jeden Fall schon mal. Tatsächlich nicht, aber ich habe früher mal, als ich angefangen habe mit Livestreaming, da habe ich mal meinen Freunden Bescheid gesagt, Jungs, macht mal bitte meinen Livestream an. Ja, gut, okay, das hat ja jeder. Ein Zuschauer, das war ich selber. Und man ist halt in wie so eine Art Ranking quasi. Also je mehr Zuschauer man hat, desto höher ist man. Ja, wenn dann nur 2 Zuschauer gab, weil er nur einen Freund hat. Und klar, wenn du halt mehr Zuschauer hast, dann werden Leute eher auf dich aufmerksam. Also habe ich halt allen meinen Homies gesagt, Freunde, bitte macht einfach so auf schlechtester Qualität meinen Stream im Hintergrund an. Alles chillig und mutet den einfach, also macht er einfach Sound aus. Und dann hatte ich halt immer so 6, 7 Viewer oder so, weil halt einfach meine Homies geguckt haben.
Und ja, und ich habe immer meinen Link irgendwie so bei Videospielen am Ende, wenn ich verloren habe oder so, oder gewonnen habe, egal, habe ich immer reingeschrieben, yo, check mal meinen Channel aus und so. Und dann kamen immer so zwei, drei Leute rein, die mich beleidigt haben. Aber ich hatte immerhin ein paar Zuschauer mehr. Ja. Der Grind. Aber nee, Klicks gekauft habe ich noch nicht. Sam Rock interessiert. Verstellst du dich, wenn du streamst? Nein. Ich glaube, dass jeder Mensch so. Also Kevin hat auf jeden Fall auch eine andere Art so. Kevin ist, wenn er streamt, ein bisschen aufgeregt. Also das bin ich aber auch. Wenn man ist so in seinem Mode drin, in seinem Unterhaltungsmode. So, ich bin auch nicht die ganze Zeit auf 180, Digga. Wenn mein Herzschlag so pochen würde wie im Stream, lack ich wäre in zwei Tagen tot. Aber Kevin ist, ich glaube, dass er gerade sagen will, jeder hat so einen Unterhaltungsmodus. So eine Art Kamera ich habe. Sowas habe ich auch. Also ich denke, dass ich dann so aktiver werde. So ja, nach außen. Genau. Ich kann es besser beschreiben als das. Wenn ich privat bin, dann bin ich ein bisschen ruhiger und so weiter. Ich würde es jetzt nicht verstellen direkt nennen, aber man ist schon irgendwie einfach ein bisschen mehr pumped einfach. Also ich denke schon slightly. Nice, der bilingual speakende Boss hier am Start. Denklich, Alter, Kevin. Aldebaran interessiert, ist in deinem Stream schon mal etwas Peinliches passiert? Save, es gibt auf jeden Fall Revi und Sebastian bei mir, ganz krass. Ich, Gott, ist das dumm. Also ich hatte mal einen Livestream gemacht, man kann quasi auch Livestreams machen von unterwegs. Da habe ich dann so einen Rucksack, wo ich dann meine ganze Technik hinten drin habe. Und dann streame ich einfach quasi Joghurt, das Handynetz. Äpfel, Müsli. Und da haben wir halt einen Stream gemacht, wo wir halt Boot gefahren sind. Und ich bin halt mit meiner Hose reingesprungen, ganz normal. Und alles cool, ist auch nichts passiert oder so. Und dann sind wir halt mit dem Boot wieder zum Steg gefahren. Und ich habe die Kamera, ich Vollidiot, ich habe die Kamera auf den Boden gelegt und bin drüber gelaufen. Und dann hat man halt ein bisschen was gesehen, aber zum Glück nicht viel. Kevin, Alter, Schwänzli. Ja, ich denke, das ist das Peinlichste, was mir passiert ist bis jetzt. Simon Meisch möchte von dir wissen, wie ist das, wenn mehrere tausend live vor ihren hochauflösenden Bildschirmen deinen Hoden sehen? Kevin, passt ja ganz gut zum Thema auf jeden Fall. Ja, ist witzig auf jeden Fall. Ja? Meinst du, hat Kevin schöne Eier, Chat? Sagt's mir. Es gibt Screenshots. Safe, aber man sieht da wirklich nicht viel zum Glück. Also ist alles entspannt. Glass Animal möchte von dir wissen, empfindest du deine Tätigkeit als sinnvoll? Nein. Also auf der einen Seite natürlich nicht so, aber wenn man wirklich ganz ernst ist, dann schon. Länger Hoden als der Schniedelwurz. Ach, Kevin, nein. Weil ich habe wirklich sehr, sehr viele Leute, also wirklich mehrere Hunderte, wenn nicht sogar tausende Leute, die mir halt wirklich täglich sagen so, hey, du hilfst mir gerade durch eine schwere Zeit. Ja, und so same, und same, ich glaube, same. Das ist auch sehr viel Ablenkung und sowas. Also das sehen vielleicht viele Leute so nicht so, die nicht so in der Welt drinstecken. Aber ich glaube, dass Leute dadurch extrem gut entspannen können. Also so wie Boden 1 von 10, Cock and Ball Rating an der Stelle. Fernsehen, aber vielleicht noch ein bisschen besser, weil es so eine Verbundenheit zu mir hat. Und die Leute können sich halt irgendwie mit mir identifizieren und so weiter. Und viele Leute sagen auch, dass sie zum Beispiel dadurch Hilfe hatten bei Depressionen oder so weiter. Natürlich ist es, also die sind trotzdem irgendwie zu einer Therapie oder so gegangen. Aber die meinten, dass es die auf jeden Fall sehr gut begleitet hat. Oder dass Leute zum Beispiel Stress hatten mit ihren Eltern oder mit ihren Freunden oder mit irgendeinem Mädchen, Liebeskummer und einfach gut abschalten konnten. Also denke ich schon, dass es sinnvoll ist, ja. Also als ich mich mit Jody getrennt habe, habe ich auch die ganze Zeit Papa Blatte Streams geguckt. Gerade den, wo er den Hoden gezeigt hat. Paul Klinge möchte von dir wissen, was war die höchste Donation, die du jemals bekommen hast? Oh, das ist interessant. Ich glaube, das ist jetzt schon so 5 Jahre her oder so. Boah, krass, am Anfang. Ich habe mal eine Donation bekommen, die war 7000 Euro. Boah, Junge. Und der Typ meinte, er gibt noch einen Gaming-PC für meine Community raus. Aber man muss dazu sagen, dass ich damals noch nicht wusste, dass man auf PayPal Dinge zurückziehen kann. Ja. Und die 7000 Euro habe ich natürlich dann nie bekommen, weil die wurden dann zurückgezogen. Mein Konto wurde gehackt und so weiter. Scheiße. Inzwischen ist es tatsächlich nicht mehr so leicht zum Glück, aber früher ging das auf jeden Fall noch. Und I remember. Und die ich wirklich bekommen habe, waren glaube ich so, 5000 Euro. Und mir fällt gerade ein, ich habe mal 10.000 Euro bekommen von einer Person für Charity, aber. Also habe ich für, Ja gut, Charity habe ich auch mal, glaube ich, 20.000 für einen Stream bekommen, das weiß ich noch, für den Charity-Stream. Für die Kinderkrebsstiftung Geld gesammelt und da hat ein Zuschauer 10.000 Euro draufgepackt. Krass. Mikeko möchte von dir wissen, was kannst du Leuten mit auf den Weg geben, die auch vorhaben, mit Streaming anzufangen? Sucht euch einen anständigen Job. Macht's nicht. Ja, genau. Na, man muss halt einfach wirklich, was dieses Livestreaming-Ding angeht, sehr strukturiert. Ich würde dieses Video gerne parodieren. Ich würde gerne dieses Video parodieren und mir so Fake-Fragen ausdenken. Ich glaube, ich mache das. Wird sein. Also es reicht halt nicht, 2 Stunden am Tag zu streamen. Gerade am Anfang muss man wirklich insane viel live sein. Also weil die Leute können dich ja nur finden, wenn du live bist. Und wenn du nicht live bist, wie sollen die Leute auf dich aufmerksam werden? Also am Anfang habe ich halt wirklich teilweise 10 bis 12, teilweise 13 Stunden am Tag live gestreamt für Leute. Und das halt jeden Tag, 6 Tage, also 6 Tage die Woche quasi. Und an dem einen Off-Tag quasi, da musst du dann halt auch noch Shit machen, so organisatorisches, und du musst dir Sachen überlegen. Also Leute, die damit anfangen,
macht es, es ist wirklich ein geiler Job, aber ihr müsst hart. Auch krass durchhasseln ja, und was ja, dafür ja. tun. Also es kommt nicht von alleine, der Erfolg. Ist das nicht ungesund, 13 Stunden zu streamen? Ja. Ja, auf jeden Fall geisteskrank. Also ich habe, also ich will jetzt nicht so Burnout sagen, aber ich habe so ein bisschen gemerkt, dass ich so schneller gereizt bin und sowas. Also alles cool. Kommt noch, und dann Kevin, ich es jetzt halt ein bisschen reduziert. Inzwischen streame ich halt nur noch so 7 Stunden bis 8 Stunden am Tag. Was, denke ich mal, mit so einem normalen Bürojob zu vergleichen ist, mit dem Unterschied, dass ich halt aktiv vor der Kamera sitze, was natürlich auch nochmal ein bisschen krasser ist. Und ich kann jetzt keine 10 Minuten Pause nehmen oder so. Aber dafür habe ich jetzt 2 Tage die Woche frei, wo ich dann wirklich versuche, so weit wie es geht, wenig zu machen, was mit dem Livestream zu tun hat. Und ich habe mir auch ein paar Leute geholt, die mir quasi bei dem ganzen Stuff helfen. Also ein paar Sachen einfach abgegeben. Also ja, ist auf jeden Fall ungesund, aber ich hatte da extrem Bock drauf. Und ich wollte halt wirklich unbedingt, dass es funktioniert. Und, RP kommt gleich, Leute, wartet. Dann ist das auch manchmal kurz für ein paar Jahre auch egal, ob es dann... Gut, Kevin, nices Video, gut gemacht, Bro. Kurs geht raus an dich, ich müsste eigentlich fragen, einen kleinen, wüchsigen Zauberschüler, der keinerlei Content liefert und nur durch das Aussehen von Domo und Cindy Erfolg hat. Ganz genau, das müsste da stehen. Als nächstes bitte frag einen Arbeitslosen. Könnt ihr ihn direkt wieder nehmen. Kevin, ja, die Donation. Und dann steht mal wie am Tag, was da wirklich steht. Pass auf, jetzt kommt. Lass Domo frei, du HS. Kevin löscht dich. Genau das, was ich gesagt habe. Ist dir schon mal was peinlich passiert? Jeder lacht einfach schon aus, bevor er überhaupt anfängt zu erzählen. Frag einen Lüfter, Domo über Ehre, Freund auf Vertrauensmissbrauch. Alle 7-jährigen Kinder, ich will später Feuerwehrmann werden. Polizist Kevin, ich will Elektrotechnik studieren. Ja, genau das, Digga. Kevin sieht aus, als hätte er 3 Crackpfeifen gebraucht. Geraucht. Wie verdienst du einen Latten-Daddy? Ich stehe auf Schwänze. Hier stehe auf Schwänze da. Wenigstens hat er nicht gesagt, dass er 20 ist und ein Young Chilled Dude ist. And I'm a Young Chilled Dude, Digga. Frag einen Zauberschüler, Harry Potter, Haus, Elf, Hagrid und Muggle. Junge! Kevin, so können die Zuschauer den Livestream mitgestalten. Auch Kevin spielt Overwatch. Mit W aber. Ist das der zweite Teil von Frag einen Asperger Autist? Oh, Junge. I'm Kevin, I'm 20 years old from Germany, Berlin, also known as Papa Platte. I'm a Young Chilled Dude. Sieht aus wie Harry Potter mit einer Einschränkung. Ich heiße Kevin Löchtig. Oh, kriegen die immer nur die sympathischen Leute? Ja, Kevin 2019. Mhm. Kann ich für eine 500.000 streamen. Kevin erwähnt nicht, dass man um die Videos in den Seller streamt. Ja, genau! 1 Euro pro 3 Sekunden zahlt. Genau das, was ich eben gesagt habe, Alter. Genau das, was ich eben gesagt habe. Aber stabiles Video, Kevin. Grüße gehen raus an dich. Ich hoffe, dass wir die Tage nochmal zusammen spielen.